So, und da sind wir wieder zurück. Ich habe noch nicht schauen können, was wir machen können. Aber ich hätte da vielleicht eine Idee. Ich möchte einfach mal was ausprobieren, denn wir sollen ja versuchen, die Einladung da wegzuschicken. Und was ist, wenn wir das Gespräch versuchen aufzunehmen, wenn wir auf dem Dach sind? Es wäre noch eine Möglichkeit, aber ich glaube nicht, dass es funktioniert. Weil der sagt ja, komm runter. Wisst ihr, wie ich meine? Und das könnten wir dann ja vorlegen. Was glaubst du, was du da oben tust, du dürrer Wicht? Komm sofort hier runter! Genau. Hat geklappt. Okay. Hey, Aini! Ist mir beim Essen eingefallen, dass wir ja schon mal sowas Ähnliches hatten. Unglaublich, er ist dir schon wieder entwischt. Ich stehe zwar genau vor euch, ist aber okay. Und außerdem bin ich dir genauso entwischt, ne? So, wir gehen jetzt nochmal die Einladung für das Gericht wegschaffen. Na? Und dann hätten wir das eigentlich schon und hoffentlich auch erfolgreich beendet, diese Mission. Denn ja, muss ja irgendwann mal, ne? Oh, was? Achso, das ist Pause. Ich habe gedacht, auf Leertaste rennt er. Aber das ist nicht so. Okay, wir kommen ohne Probleme hierher. Hund kommt mit, das ist schön. Und wir klingeln hier nochmal. Und was nun? Ja, was nun? Ich habe lange nicht mehr geklingelt. Lass mich auch mal klingeln. Bitteschön. Was glaubst du, was du da tust, du erbärmlicher Jammerlappen? Komm sofort da runter! Es ist Kit. Sofort, Boss! Oh Gott. Huch, wo ist Kit? Hey! Sind wir böse. Arthur? Oh nein! Vielleicht hätte ich gleich mit der Vorladung los. Ja. Gucken, ob er nochmal drauf reinfällt. Arthur ist dumm. Er macht auch immer auch das Fenster auf. Was nun? Komm noch mal bitte runter und dann geben wir dir die Einladung sofort in die Pfoten. Du fällst drauf rein, das weiß ich. Was glaubst du, was du da tust, du erbärmlicher Jammerlappen? Komm sofort da runter! Es ist Kit. Sofort, Boss! Huch, wo ist Kit? So, jetzt geben wir dir die Einladung in die Griffin. Bitteschön. Arthur McFly? Ja? Ich hab hier etwas. Danke. Eine Vorladung. Ich fordere Sie auf, sich bei Gericht zu melden und Beweise vorzubringen zur Untersuchung. Kittenen? Nehmen Sie die zurück. Sie werden die nicht mehr los, Mr. McFly. Sobald Sie eine Vorladung erhalten haben, ist es Ihre Pflicht, sich dem Gericht mitzuteilen. Tun Sie das nicht, droht der Haftbefehl. Haft? Aber Kit wird mich töten. Dummer, dummer Artie. Heiliger Bimbam, was soll ich tun? Ich schlage vor, Sie nehmen den Schutz des Gerichts in Anspruch. Oh Gott, oh Gott. Oh je.
Die Vorladung wurde zugestellt und wir haben ein Fass voll Alkohol, das uns nach Hause geliefert wird. Jetzt könnten wir in dein Labor gehen und den Raketenbohrer bauen. Du hast doch ein Labor, oder? Was für ein zukünftiger Patentbesitzer wäre ich ohne Labor? Komm schon. Okay, wir kommen mit dir mit. Klappt alles wie geschmiert. Doc! Ich geh los und hol den Raketenbohrer. Gut. Komm, gehen wir. Die Zeit wartet auf niemanden. Mhm. Dann lauf mal. Ob das wirklich klappt, Doc? Emmett? Lass dich nur nicht von meinem maroden Labor täuschen. Wenn alles ganz genau nach Plan läuft, sind wir schon bald im Besitz des stärksten Raketentreibstoffs der Welt. Stark? Wie? Das ist ganz einfach. Diese Kurbelwelle induziert eine starke Spannung direkt in die Elektrolysekammer, wo Wasserstoff entsteht, der regelmäßig in den primären Destillationszylinder abgegeben werden muss. Während wir uns um den Wasserstoff kümmern, müssen wir die Proteinflex in dieses Aquarium mit Knöllchenbakterien streuen, um den nötigen Stickstoff für die Katalyse der Reaktion zu erzeugen. Wasser, Aquarium. Kalt? Nein, heiß! Extrem heiß! Die Temperatur muss genau auf 623 Kelvin gehalten werden, indem man mit diesem Ball hier... Koppel, noch Wasser, Fragen? Aquarium. Hi. Elektro, was? Emmett! Versuchen die zwei Totenbolde auf meinem Rasen! Heiliger Bimbam, das ist mein Vater! Und? Und er weiß nicht, dass ich hier wissenschaftliche Forschungen betreibe. Er denkt, ich komme hierher, um Gesetzestexte zu kaufen. Oh. Kümmere dich um die Reaktion, ich versuche ihn abzuwimmeln. Ja. Kümmere dich um... Wow, können wir nicht einfach von vorne anfangen, wenn er weg ist? Zu spät, die Reaktion läuft schon. Keine Sorge, ich versuche zu helfen, wo ich kann. Aber... Ich komme, Vater! Okay. Also... Vater! Nichts damit, Vater! Junge! Es macht dich schockieren, Paps. Aber nicht jeder will anfangen. Ja, okay. Er war längst keine Nahrung für den Geist, Paps. Das ist Haferschleim. Achte genau auf meine Betonung. Emmett, dreh mir nicht den Rücken zu! Ach. Okay. Jura mag deine brennende Leidenschaft sein, aber meine ist es nicht. Nicht mal leise sein, Gott, dass ich den zuhören kann. Was kann ich dafür, dass der Funke einfach nicht überspringt? Wisst ihr, wer das Feuer erfunden hat, Paps? Ich auch nicht. Aber es war garantiert kein Anwalt. Sehr gut. Jetzt das Ventil da drehen. Sehr gut. Wir haben schon ein Viertel geschafft. Emmett, komm wieder her. Okay. Was hast du getan? Mit wem redest du da? Mit niemandem. So kannst du deine unerfüllbaren Erwartungen nicht einfach loslassen. Warum gehst du nicht die Enten füttern, Vater? Enten füttern. Sollst doch Enten füttern. Pass einfach auf, was ich sage. Ja. Ich bin noch nicht fertig mit dir. Vielleicht sollte mich ein Blitz treffen. Würde dich das glücklich machen? Da brennt ein Feuer in mir, das nicht von deinem juristischen Geschwafel gelöscht Feuer. Werden kann, Vater. Du drängst mich zu etwas, das ich nicht bin.
Wirbel. Du hast nicht das Recht, mich zu kontrollieren, nur weil du 17 Jahre lang für mich gesorgt hast. Was? Der hat auch nichts mehr gesagt. Ich dachte, du bist ein Wissenschaftler. Ist denn drauf gehört? Okay. Feuer. Okay. Es ist nicht einfach. Ach, auf meine Waffe. Bevor ich es sage. Ja. Was sind ein Haufen Anwälte in einem brennenden Gebäude? Ein guter Anfang. Nein. Das kann ich dafür, dass der Funke einfach nicht überspringt. Funke? Was dich innerlich auffrisst, Vater, aber es wird Zeit für eine Diät. Anwälte sind nichts als heiße Luft. So, ich hab's gesagt. Okay. Achte genau auf meine Betonung. Ja. Siehst du nicht, wie mich das innerlich auffrisst? Hast du nicht ein Ablassventil irgendwo am Mund? Ich weiß nicht, was dich innerlich auffrisst, Vater, aber es wird Zeit für eine Diät. Wirbel, wirbel, wirbel. Warum sollte ich mich nach dir richten? Du behandelst mich wie ein ekelhaftes Bakterium. Was hast du getan? Oh, Mann, was denn? Oh, wisst ihr was? Sorry Leute, es, achte auf Emmets Worte, wenn er mit seinem Vater redet, streitet. Mit Anweisungen müssen in der gegebenen Reihenfolge befolgt werden. Geh jetzt im Aquarium, bevor es zu spät ist. Wenn du hinziger du wirst, desto genauer weiß ich, dass ich recht habe. Pass einfach auf, was ich sage. Ja. Da brennt ein Feuer in mir, das nicht von deinem juristischen Geschwafel gelöscht werden kann, Vater. Ohne Wissenschaftler würden Menschen wie ihr die Zukunft immer noch aus Ziegenmägen und Schafsblasen lesen. Wisst ihr, wer das Feuer erfunden hat, Paps? Ich auch nicht. Aber es war garantiert kein Anwalt. Das war wieder verkehrt. Ah! Ich dachte, du bist ein... Du hast doch gesagt Feuer! Nochmal. Siehst du nicht, wie mich das innerlich auffrisst? Du hast keine Ahnung, unter welchem Druck ich stehe. Warum kannst du wissen? Druck. Anwälte sind nichts als heiße Luft. So, ich hab's gesagt. Heiße Luft. Ich bin gerne von deinen Leuten. Um dich herumwirbeln wie Brummkreise. Brummkreise. Also Generator. Ohne Wissenschaftler würden Menschen wie ihr die Zukunft immer noch aus Ziegenmägen und Schafsblasen lesen. Das sind Schafsblasen. Ach so, Ventil.
Lass die Winde hoffen! Ah, die Hälfte ist geschafft! Damit! Mach weiter so! Jura? Was bringt Jura einem Mikroorganismus? Mikroorganismus müsste Aquarium sein, genau. Ich guck lieber mal nach, immer. Vater, wieso hörst du mir nicht? Drängst mich zu etwas, das ich nicht bin! Du hast nicht das Recht, mich zu kontrollieren, nur weil du 17 Jahre lang für mich gesorgt hast! Ach, Ventil. Deine Mutter und ich sind geschrotzt von deinem Verhalten, Junge! Ich glaube, das sagt man nicht mehr dazu. Aquarium. Es mag dich schockieren, Paps, aber nicht jeder will Anwalt werden. Warum liest du nicht die Enten? Ja, Entenfüttern, Generator. Entenfüttern, das war jetzt das Aquarium. Und jetzt kommt wieder der Generator. Füttern, Vater! Warum gehst du nicht die Enten füttern, Vater? Hörst du dir mal... Und jetzt ist es Feuer. Nee, Aquarium. Hörst du dir mal selber zu? Die Erde dreht sich nicht um dich. Aquarium. Generator. Mach doch nicht einfach so. Fast geschafft! Ich komme, Vater! Hier denn noch? Generator. Ich muss nachgucken. Noch ein, Leute. So, jetzt hören wir noch mal zu. Nichts anfassen, bevor ich es sage. Ja. Vielleicht sollte mich ein Blitz treffen. Würde dich das glücklich machen? Jura mag deine brennende Leidenschaft sein, aber meine ist es nicht. Wenn? Das ist nichts anderes als aufgeblasene Säcke. Der alte Streter sind hier, okay. Das sind hier. Kennst du einen Anwalt, der nicht ständig unter Strom steht? Das kann Nahrung für den Geist, Paps. Strom. Haferschleim. Du redest mir jetzt gerade zu schnell, Aquarium. Dich immer vor aller Welt Luft machen, musst du dir eigentlich immer vor aller Welt Luft machen. Siehst du nicht, wie mich das innerlich auffrisst? Ventil. Frisst? Siehst du nicht, wie mich das innerlich auffrisst? So kannst du deine unerfüllbaren Erwartungen nicht einfach loslassen. Loslassen, Aquarium. Denke ich mal, muss ich mich beweisen, bevor ich deine anmaßende Kritik endlich abschütteln kann. Ich muss das jetzt so machen. Sorry, Leute. Ventil. Diese Unterhaltung finde ich ganz und gar nicht spannend, Vater. Es ist nicht einfach, den zuzuhören. Aquarium. Mach dir jetzt so. Wenn dir mein Auftritt im Gericht nicht gefällt, feuer mich doch. Feuer, Feuer. Generator, Feuer. Ich glaube, wir sind gerade ein bisschen schneller wie er. Ist aber okay. Jetzt kommt bestimmt das Feuer. Genau. Ich fürchte, wir müssen das später klären. Okay. Wir haben es jetzt so gemacht. Was? Das war nicht alles, junger Mann. Alles okay? Klang. Diese Diskussion hätten wir schon vor langer Zeit führen sollen. Wir... Heureka! Wir müssen nur noch diesen guten alten Raketenbohrer auftanken und dann können und wir... ich nehm's und dann los. Aber wollen Sie es nicht erst testen? Keine Zeit. Der letzte Zug nach Washington fährt gleich ab. Oh, richtig. Sie müssen dieses Baby zum Patentamt bringen. Ja, klar. Ja. Sag mir, Michael, wann wird sich das Patentamt melden? In 3 Tagen. Oh, in ungefähr, ich schätze... Ich
kann das nicht. Was? Hä? Emmett, ich bin nicht vom Patentamt. Ich verstehe nicht. Ich habe dich angelogen. Das wollte ich nicht, aber nur so konnte ich dein Vertrauen gewinnen. Jemand ist in Schwierigkeiten. Jemand, der mir nahesteht. Der uns beiden nahesteht. Ich kann dir nicht sagen, wer, aber ich muss ihn retten. Heute Nacht. Und dafür brauche ich deine Erfindung. Oh je. Ich komme wieder. Versprochen. Und, Emmett? Du wirst ein großartiger Erfinder. Wow. Das ging mir gerade selbst. Das Gas bei etwa 8 halten. Das ging mir gerade selbst tief ins Herz rein. War gerade eine richtig traurige Stelle. Wow. In Ordnung, Doc. Ich habe den Bohrer. Jetzt holen wir sie da raus. Da ist nicht mehr da. Na los, geh an! Mr. Corleone! Es ist zu spät! Zu spät? Aber Doc sollte nicht... Doc! Sie bringen ihn woanders hin, zu seiner eigenen Sicherheit. Oh, ich brauche einen Kommentar vom Polizeichef. Oh oh. Gefangenentransport entführt, Verdächtiger ermordet? Sie sind immer noch hinter ihm her. Fuck. Aber wie soll ich ihn denn jetzt retten? Mann! Wenigstens hat es das Raketenteil in einem Stück überstanden. Können wir das hier ans Fahrrad machen? Das geht! Okay. Ich komme da.